So sieht für viele Menschen die Europameisterschaft aus. Ein Haufen Tabellen, Pfeile, Kästchen, die Spieltage repräsentieren. Und am Ende soll ein Europameister feststehen. Manche Menschen haben das Geld und das Glück, sich Tickets kaufen zu können, um das eine oder andere Spiel live zu sehen. Andere wiederum sitzen zu Hause vom Fernseher und genießen alleine oder in der Gesellschaft die Spiele, die im Fernsehen übertragen werden. Manchen Menschen genügt es aber nicht, einfach nur zu Hause zu sitzen. Die brauchen das Live-Feeling beim Fußball. Und zum Glück hat Gott oder ein paar schlaue Marketingmenschen das Public Viewing erfunden. Und ich werde mir heute zum Start der Achtelfinale der EM 2016 5 Public Viewings in Wien anschauen und schauen, wie barrierefrei sie sind. Und ihr seid dabei. Fazit zum Public Viewing im Kursaal und Hübner. Es ist mit Sicherheit der eleganteste und edelste Spot, um die EM zu schauen. Es ist schon ein bisschen elitär, dadurch, dass es auch auf einer Terrasse ist. Es ist, wie gesagt, die Stufen sind für Rollstuhlfahrer ungeeignet. Es gibt keine Hinweisschilder darauf, wo ein barrierefreier Eingang ist. Man kam dann über den Haupteingang in den Kursalon rein und durchs Restaurant durch, was dann alles problemlos funktioniert. Die Toilette ist im Keller unten. Ich weiß jetzt nicht, ob für alle die Toilette da unten ist, aber sie ist auch einfach eine sehr tolle und barrierefreie Toilette. Ich kenne sie vom Diversity Ball. Das Tolle ist außerdem, es ist ein klimatisiertes Restaurant mit einer großen Leinwand. Also ich denke, man kann auch drinnen schauen und sich dabei ohne Hitzeschlag entspannen. Also so gesehen, wer so edel fancy mag, es geht, aber es ist jetzt nicht so, meins wär's nicht. Aber wie gesagt, es ist im Grunde barrierefrei, wobei wir halt von vornherein nicht daran denken und halt keine Hinweisschilder angebracht haben. Und jetzt schauen wir uns den Hermann Strand an. Also wir sind hier auf der Strandbar Hermann, oder an der Strandbar Hermann, ist ein Riesenareal, vorwiegend mit Sand, aber es hat auch sehr viele holzbeplankte Wege, eine große Schwammerbahn in der Mitte. Man kann hier sehr gut herumfahren, solange man sich auf den Holzwegen bewegt im Rollstuhl, weil der Sand an sich ist ziemlich blöd. Es gibt Unmengen Security-Personal, jede Menge Essensstandeln und wie gesagt, ich muss jetzt nur noch die barrierefreie Toilette finden. Ich habe die Behindertentoilette gefunden. Die Rampe ist etwas steil, aber es geht, schauen wir mal. Ein Fehler, falls bitte. Ja. Okay. Die Toilette ist groß genug. Das Waschbecken ist sogar super, super niedrig, was ein großes Plus ist. Nur der Spiegel ist zu hoch. Aber ansonsten ist es sehr cool. Und halt die Rampe ist eindeutig
zu steil. Mir persönlich ist es auch etwas zu schickimicki hier, muss ich gestehen. Aber dadurch, dass es so schickimicki ist, haben sie auch sehr viele Einrichtungen, die eben auch alles barrierefrei machen. Willkommen auf der Summer Stage. Das ist Rossauerlände mit der U4. Ganz leicht zu erreichen. Das hier ist eine sehr, sehr lange Bar. Ich versuche es euch hier ein bisschen zu zeigen. Also man sieht hier hinten, wie weit es geht. Und man sieht hier, wie weit es geht. Es gibt hier immer ein kleines Holzprotest. Aber es gibt kleine Auffahrten. Und die Leinwand ist jetzt nicht so groß. Dafür gibt es zahlreiche Bildschirme. Fazit Summer Stage. Herr oben hier, ziemlich scheiße. Es ist alles sehr eng. Es gibt zwar eine Auffahrt, aber ihr habt gesehen, die Abfahrt war dann wieder verstellt mit Tischen. Total irre. Und es gibt keine barrierefreie Toilette. Finde ich auch nicht okay. Darum ist meiner Meinung nach Summer Stage keine Empfehlung. Zumindest nicht hier oben. Es gibt auch mal die Summer Stage unten, direkt da am Kanal. Da gibt es ja eine Toilette, was weiß ich. Da kann man hin. Aber hier hier oben, auf der Höhe der U-Bahn-Station, keine Empfehlung. Und jetzt schauen wir ins Buch. Hier sind wir in der Public Viewing Area des Buch. Man sieht hier, WUK ist ein altes Ziegelgebäude, Kultur und Kunst, Hotspot in Wien. Alle gibt die größte Leinwand. Ich muss aber sagen, es ist nicht unbedingt kühler hier. Ich werde mal schauen, wo die Toilette ist. Schauen wir mal. Hier gibt es eine Toilette. Und. Jede Menge Platz. Man sieht hier, der Tisch ist viel zu hoch oben. Also für einen Rollstuhlfahrer eigentlich unmöglich, ihn selbst zu bedienen. Normalerweise ist er ja da, wo der Zylinder ist. Ja, das ist ein Manko, aber es ist auch nicht die einzige Toilette hier im Haus. Ja, im WUK. Ich gebe zwar Kopfsteinpflaster, das mit einem grünen Teppich überzogen ist. Also es holpert etwas, wie man sieht. Aber es ist alles sehr gut barrierefrei erreichbar. Es gibt jede Menge Bildschirme. Unmengen Essen und Trinken. Und es gibt zwei Behinderten-WCs. Hi, wie komme ich rein? Na, Moment. Habt ihr keinen Eingang, der für alle da ist? Nein, leider. Sehr witzig.
herzlich willkommen im Wahnsinn. Wir sind hier am Rathausplatz, einer der größeren Fanzonen, glaube ich. Ihr habt gesehen, der Eingang, wir haben scheinbar keinen Eingang, der wirklich für Rollifahrer explizit ist. Wir haben jetzt im halben Eingangsbereich umbauen müssen, ziemlich irre. Ansonsten ist es halt das große Areal, wo auch die ganzen Sommerkino-Sachen laufen. Und Toiletten gibt es, wenn man es weiß, ganz drüben bei den öffentlichen Toiletten im Rathauspark. Sind ganz okay, sind alle neu und gibt es nichts zu beschweren. Mal schauen, ob die Leute hier wissen, wo die Toiletten sind. Ich frage mal eine Security. Entschuldige, wisst ihr, wo die WCs sind? Fix montiert ist ja besser, gell? Eine Rolli-Toilette. Ja, du kannst da, wenn du da an den Tribünen vorbeifährst, hinten rum, kannst links und rechts fahren, das sind, wenn du bis zum Zaun fährst, die fix montierten. Da kommst du wieder. Danke. Okay, das war zumindest mal eine kompetente Ansage. Schauen wir, ob es stimmt. Hier ist die öffentliche Toilettenanlage des Parks vom Rathaus. Und die ist neu und top barrierefrei mit Euroschlüssel. Zwei Daumen hoch. Ansonsten finde ich es ein bisschen stressig. Und auch, dass der Eingang so absolut nicht barrierefrei war, finde ich jetzt ziemlich schade. Ja, das war's. Fünf Public Viewing Spots in Wien. Kursalon Hübler, Hermann Strandbar, Summerstage, WUK und Rathausplatz. Mein Resümee. Man kann sich als Rollstuhlfahrer in Wien Fußball mit anderen Menschen in mehr oder weniger geselliger und süffiger Runde anschauen. Sprich, Public Viewing als Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerin ist möglich. Wir haben gesehen, die meisten, Summer Stage ist meiner Meinung nach durchgefallen, obwohl es halt im unteren Bereich, Summer Stage hat zwei Ebenen, gibt es eine Toilette trotzdem. Es ist irgendwie ein bisschen mühsam. Das Rathaus sollte eigentlich das Herz Wiens sein, das Zentrum, das Beste, das Tollste. Meiner Meinung nach, mit diesem Eingangsfauxpas, es ist einfach eine Frechheit, dass sie nicht mitdenken, wirklich. Sie denken nicht mit, dass auch Rollstuhlfahrer oder auch mit Kinderwegen, kann man erklären, wie da einer mit Kinderwegen gut drüber kommt. Man muss über die Gitter immer drüber fahren. Es ist einfach wieder mal super, super, super peinlich. Gerade am Rathausplatz vergeigen sie oft so viel mit so Kleinigkeiten einfach, ja. Es wäre nicht schwer, aber sie schaffen es immer wieder, da arm reinzuwürgen. Schade. Egal, Public Viewing, wer Fußball mag, ich muss jetzt gestehen, mich interessiert Fußball überhaupt nicht. Ich habe trotzdem die Tabelle ausgefüllt, weil ich es grafisch vom Falter so geil finde. Und ja, weil jeder drüber redet und man einfach mitreden muss. Deswegen schauen wir es an. Und ich fand spannend, ob es barrierefrei zugänglich ist, der ganze Spaß. Und ja, was sind eure Lieblings-Public-Viewing-Spots? Schreibt es in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und teilt das Video. Schaut mir auf Facebook vorbei. Und hey, ich bin auch auf Snapchat. Ich werde den Code da irgendwo einfügen. Vielleicht schaut es mir vorbei. Ansonsten war eins meiner heißesten Videos, ich bin tot. Das war's, danke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.